So, meine Damen und Herren, willkommen wir hier zurück zur ersten Folge von Formel 1 komplettes Rennen oder wie ihr auch das immer nennen möchtet oder wie ich das genannt habe. Die Trainingslänge habe ich mal auf kurz gemacht, das heißt dreimal 30 Minuten war lang, dreimal, zweimal 90 plus 60 ist mir noch ein kleines bisschen zu viel. Quali macht mal das komplette, ich weiß nicht, was das heißt, in drei Season wird ermittelt, das ist gut. Das hört sich doch gut an. Das machen wir auch. Einführungsrunde ist an. Schaltgetriebe fangen nicht an. 100% Renndistanz KI ist auf einfach. 25. So, Rückblenden haben wir ebenfalls was passiert. Die Regeln sind an. Autoschauen ist komplett. Ich weiß gar nicht, was hier noch gibt. Simulation reduziert. Nein, macht natürlich komplett. Safety Car machen wir mal. Lassen wir aus der Angst, dass was passiert. Regeln und Flaggen sind an. Strenge, reguläre Regelung, das ist gut. Streng möchte ich nicht unbedingt, so wie ihr mich kennt. Einführungsrunde, Rennen beginnt mit Schaltgetriebe. Fahrhilfen. Wir sind Amateur. Aber kein Erfahrener, kein Profi und kein Elite oder sowas. Wir sind Amateure. Bremsassistent ist ein Mittler. Das heißt, also er bremst selbstständig. Das machen wir jetzt mal auf niedrig. Wir wissen ja ungefähr, wie das geht. Traktionskontrolle ist richtig, 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 richtig. Und das lassen wir auch, weil ich noch nicht mit der Steuerung zurechtkomme. Das ist natürlich klar, wie das sein soll. Das hat man, glaube ich, ich schon alles gesehen. Ne, wir wollen uns überraschen lassen, deswegen die Startzeit anpassen, das wollen wir auch nicht, wir machen so nach regulären Zeiten, dann würde ich sagen, geht's jetzt mal los. Wir wechseln gleich zum Training hier in Melbourne, was mit Sicherheit interessant wird. Es sollten jeden Moment Autos auf der Strecke auftauchen, denn es geht schon bald los. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. So, da sind wir jetzt. Wo sind wir genau? Wir sind in ein AMD-Fahrzeug. So läuft das doch. So, ich weiß jetzt nicht, wie die Einstellungen allgemein sind. Da müssen wir gleich mal gucken. Setup-Einstellung. Dadurch, dass ich das Spiel jetzt gekauft habe, aber hoffentlich eigentlich alles noch da sein sollte. Wir gucken mal. Wir haben recht viele Reifen hier jetzt mit. Die sind eigentlich schon... Dann muss ich wieder gucken, wo das stand. Ah, hier für Quali 1, für Quali 2, Quali 3 und für das Rennen haben wir auch. Da haben wir plus 2? Also vorbehalten. Das ist ja... Gut, wir gehen erstmal mit denen rein. 20 Runden Lebensdauer, das dürfte reichen. Beenden. Und dann möchte ich aber nochmal kurz in die... Nee, es ist ruhig auf der Strecke. Lass uns raus, solange es so bleibt. Nee, jetzt nicht. Ich möchte mal bitte Season Info noch. Weil das Wetter ist mir jetzt wichtig. Wir sind durchgehend bewölkt. Na geil. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, raus mit uns. Herausfahren. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.
Das hört sich doch mal gut an. Ich habe auch den Sound ein bisschen lauter gemacht, damit man noch mal mehr dran alles hört. Die Stimme von dem und alles. Oh, hier sind noch alle drinnen. Hat wahrscheinlich aber auch was damit zu tun, dass eben... mach ich mal ein kleines Stück lauter. Oh, sehr sicher. Also für mich ist es schon persönlich jetzt ist es recht laut. Gucken wir mal kurz. Rennleitung, Fahrer an sich, TV-Kamera, Professor. Kann man das jetzt Audio-Einstellungen? Wir machen das mal noch mal ein kleines bisschen leid. Wir machen noch mal wieder auf die 6. Sicher, sicher. So, dann gucken wir mal. Für 10 Runden habe ich Benzin mit. Wir gehen erstmal auf Mager. Damit man ein Gefühl für die Strecke bekommt. Dies ist das erste Mal, dass man die Strecke befahren. Deswegen auch vielleicht nicht schlecht, dass wir eben zu viel jetzt machen. Also hier 3x30. Alles jeweils ein Part. Alles, was jetzt hier rauskommt. Also wir haben die Walli dann nochmal als ein Video. Wir sehen auch, wir sind Bottas. Hoffentlich ist es gut, dass wir Bottas sind. Oh. Geil. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Wir sind im Training, da würde ich sagen, können wir eigentlich ranfahren. Aber wir merken doch schon, dass es Probleme gibt. Da sind wir ja noch nicht mal großartig. Doch, der ist komplett ab. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Oh, oh. Gut, also wir müssen noch ein bisschen üben, das steht fest. Wir sind gleich hier vorne, das ist eigentlich relativ gut. So, ich habe hier Essen, ich habe Trinken, ich habe für wirklich 30 Minuten, 30 Minuten sind wirklich nicht viel. Die 30 Minuten gehen schnell vorbei. Und ich glaube, als richtiger Profi-Rennfahrer sind 30 Minuten nichts. So. Wie lange dauert denn das jetzt, meine Flügel zu reparieren? Na kommt. 40 Sekunden, ja gut, damit tue ich mich mal ab. Reparaturarbeiten am Wagen segnen. Haben uns etwas Zeit gekostet. Damit komme ich klar, da kann man mal kurz hier gucken. Der fährt mit Weichen, okay. L2, was waren L2? Ah, Ocon. Von alle. Oh, hier ist aber weich, Vettel. Oh, was haben wir denn hier? Verstappen. Na gut, würde ich sagen, ab auf die Strecke, nicht wahr? Weiß ich nämlich viel gemisst. Heute habe ich da schon die Zeit genutzt. Ich habe heute am Montag, wir haben es jetzt für euch kurz vor 13 Uhr. Wir haben 10 vor 4 haben wir sogar schon. Aber wisst ihr jetzt schon, wie lange ich eigentlich heute noch sitzen werde? Weil ich habe lange überlegt, kaufe ich mir das Spiel oder kaufe ich mir das Spiel nicht. Es ist geil. Es ist wirklich geil. Und es ist wirklich mal eine Sache, wo man wirklich Zeit dahinter mal setzen kann und was machen kann oder spielen kann. Oh, wir sind noch auf Mager, das ist gut. Die Reifen die halten, das ist sehr gut. Oh,
versuche mal gleich mal auf Zeit zu fahren, nächste Runde. Wo sind die Reifen? Oh, ist der noch richtig warm? Das ist... oh, da war... Achtung, da war was zu warm. Glaube ich mal. Wir mal, wie wir gleich auf Zeit sind, nicht wahr? Wir schalten schon mal um auf Fettgemisch. Ja, die Kurve wird vielleicht ein kleines Problem für mich darstellen, aber das können wir schon nehmen. Jetzt legen wir mal los. Ne, jetzt noch nicht ganz, aber machen wir gleich. Mein Kopfvideo habe ich jetzt auch schon fertig. Ich habe 5 Parts vom... Ne, 5. 6 Parts sind schon hochgeladen, beziehungsweise 5, ja. So, los geht's. 5 Parts von Formel 1 sind jetzt schon hochgeladen. Das hier ist eine extra Kategorie, das heißt, kann ich mal zwischendurch mal bringen, das ist schon gut so. Und... jedenfalls das eine muss ich nochmal hochladen, da leider FIFA die Hand drauf hat und das ganze Video gesperrt hat. Ich hoffe, das ist bei manchen Sachen nicht so. Also es ist wirklich weltweit gesperrt, das ist sehr, sehr problematisch. Oh, guck mal, jetzt bisher läuft doch alles gut, also bisher bin ich zufrieden. Der Wagen lässt sich auch gut fahren. Komm, 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 komm. Na, wir werden natürlich noch schnell. Wir haben ja noch die Ultrasoften im Petto. Scheiße, verkackt. Ah, wo bin ich? Sehr weit hinten. Oh, Platz 5. Sehr gut. Zum Vergleich, die fahren auch in Soften. Da lässt sich doch noch einiges rausholen. Wir haben jetzt dreimal eine halbe Stunde Zeit. Das heißt, eineinhalb Stunden haben wir Zeit, die Strecke kennenzulernen. Scheiße, verkackt. Können wir so viel Benzin mit, also wir können hier 10 Runden bzw. die Reifen komplett rot fahren. Das war so gut auf der Strecke. Scheiße. Ja, alles ein Fehler und dann hast du es verkackt. Das ist scheiße bei Formel 1. Eigentlich überall. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Dann nehmen wir auch gleich die Ultrasoften rein. Dann nehmen wir gleich die Ultrasoften. K1.
keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Oder wird's? Da bin ich schon eingefahren, das ist die Frage. Wir haben Zeit, wir haben ganz, ganz viel Zeit. Oh, eine Minute. So, Reifen ausbauen. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. So, minus 1. Wir haben 6 Reifen insgesamt von dem Mitz. Denkt dran, wir müssen dann noch die anderen 3 nehmen. Dann nehmen wir die Soften erstmal. Ist nämlich sehr viel los. Und Season Info. Temperaturen erhöhen sich, das ist nice. 17 Minuten fahren wir noch. So, Training 2 wird kalt. Und Training 3. Ich hoffe, das wird noch. Na, guck mal, jetzt ist schon wieder besser geworden alles. Aber wir fahren nächstes Mal gleich raus mit den Ultrasoften. Wir haben jetzt 2 Paare. Wir haben jetzt 2 von 6 mit. Fällt aber drinnen, das ist gut. Und das hier oben jetzt. Ja, schon verbremst, nice. Fahren wir mal langsam raus. Und meine Hoffnung ist, dass ich dadurch ein weniger Abrieb bekomme. Der ist genau vorne, nice. Ich wollte unbedingt mit Hamilton fahren. Hamilton finde ich geil. So, wir fahren jetzt alle mit Supersoften. Das ist schwer für mich. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Zustand Auto. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Die Reifenverschleißraten sind niedriger als erwartet. Reifen und Bremsen sind zu heiß. Bitte etwas langsamer in den nächsten paar Kurven. Oh. Zu heiß. Oh, da übernimmt er ja schon. Man sieht richtig die Beschädigung am Reifen. So oft war ich noch nie in der Box. Oh, Fahrer kommt auch rein. Verkehr. Werden die Bremsen jetzt eigentlich auch erhitzt?
Aufbauarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Wir haben die eigentlich jetzt auch erhitzt. So, gucken wir uns mal die Zeiten an. Wo sind wir? Hier, Bottas. Plus 4 Sekunden. Also, allein Magnussen ist eine Sekunde vor mir. Und die fahren hier mit Soften. Und ich... Super so... Alter. Die wichtigste Bremszone ist wahrscheinlich die vorletzte Kurve T15. Das ist eine extrem enge Linkskurve. Du wirst untersteuern, wenn du nicht aufpasst. Also fahr vorsichtig. Okay. Alles fertig, wir sind bereit. Ich bin überhaupt kein Formel 1 Fan eigentlich. Und trotzdem fahre ich hier Formel 1 wie verrückt. Jetzt, das macht mich so... Ist schon eine geile Sache. Wir sollen jetzt einfach ruhig machen. Status Auto. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Autostatus. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Zustand des Autos. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Der Reifenabrieb ist geringer als erwartet. Sie sollten eine Weile. Die Bremsen 1000 Grad, Alter. So. Mal kurz hier. Kann ja eigentlich einer mal sämtliche Abkürzungen nehmen. Hier ist es bestimmt ein Spritzer. Allerdings bei ihrer Mutter, okay. Turbolader TL. Alter! So, gucken wir mal. Gucken wir mal wieder auf Geschwindigkeit mal langsam kommen. Jetzt kommen. Was Hamilton jetzt auf dem dritten? Scheiße, Zeit verloren. Komm, 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 komm. Jeder Rennfahrer würde mich jetzt umbringen schon, wie heißt das alles? Das? Oder jeder Ingenieur, sagen wir es mal so. Aber jeweils bin ich noch nicht tot, das freut mich richtig. What the fuck? Zustand des Autos. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Solltest noch eine Weile guten Grip haben. Wir haben die Reifenabnutzung überprüft. Sieht aus, als ob sie nach Plan läuft.
zum Reifen zur Temperatur hat er nicht das gesagt, das ist gut. Mein Telefon klingelt, ach du Scheiße. Erreichbar. Jetzt haben sie mich komplett rausgebracht. Nein, Flügel kaputt. Ja. Alles klar, Keyword. Ich hoffe mal, ich bin dann im Quali besser. Oder allgemein im Rennen. Was machen die jetzt noch? Das wissen sie ja eigentlich nicht, dass ich komme, oder? Ah, jetzt kommen sie raus gerade erst. Okay. Oh, Scheiße. Das kotzt mich an. Ich muss dann gleich mal gucken, wer mich angerufen hat. Ich kann noch einen Haufen rausholen. Das ist scheiße. Wie lange haben wir jetzt noch? Wir haben ja keine 10 Minuten mehr, sehe ich. Wir haben keine 10 Minuten mehr. Wir haben 6 Minuten. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,36,6. Ja, wir spulen mal kurz vor. Das können wir jetzt hier machen, das sehe ich gerade. So, und los wieder. Los. Nein. Und sofort weiterkommen. Fertig, bereit. Wir können gerade mal 2 Maxi... Ah, 3 Runden noch wahrscheinlich schaffen. Und die mache ich jetzt mit den kaputten Reifen mache ich jetzt fertig. Hat den Grund, dass ich jetzt mal sage, dass ich die sind ja noch nicht mal kaputt großartig. Das geht ja. Plus für die Quali wäre es den Scheiße, brauchen wir neue Reifen. Sind wir T1 ist weiter bei drin 1. Vielleicht ist auch mein Lenkrad 2 eingestellt. Dass ich nicht ordentlich fahren kann. Wisst ihr, wie ich das meine? Alter, da bin ich raus. Ich habe mich aber schon vorhin in der Bande gesehen. Muss man schon sagen. Da habe ich mich... Habe ich mich da gerettet? Das ist eine gute Frage, oder? Aber man merkt schon, dieses Bremssystem, dass es weniger ist. Das merkt man schon. Davor hat es eigentlich selber schon komplett gebremst. So, war zu hart, jetzt zu kommen. Der ist so. 2 Runden noch.
Ein Dreck. Das war's. Die Rennleitung hat dir eine 5-Plätze-Strafe aufgebrummt. Das war's. Ohne Frontflügel, letzte Runde hier. Ach, leck mich doch. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur noch Reifen schon fahren. Weil es jetzt auch schlimm ist, Reifen schon zu fahren mit ohne Flügel. Alles klar. Ein krass. Das ist wirklich, ich habe nie gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht. Ja, was ist jetzt mit dem ersten Training? Also auch in der ersten Runde. Also weil ich Flügel schaue, muss ich im Rennen raus. Ich komme hier nicht mehr rein. Halt dein Maul, Chef. So. Ja, und jetzt durchs Ziel fahren und leg mich an. Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Vettel und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ja, wir haben ja noch ein Training. Wir sehen, Vettel und Räikkönen sind gleich. Halleluja. Und wir sind eigentlich fast mit ganz unten. Plus 5 Positionen Zeit. Gut, aber Leute, ich würde mal sagen, sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Wir werden ja dann sehen. Zweites Training, 30 Minuten, was rausbohrt. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.